Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung von Marcia Worms FC Spalien und heute ist sie endete vor 767 Zuschauern 2:0 für unsere Marcia. Die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Rose Motoroll. Ich begrüße recht herzlich den Gästetrainer Thomas Heuss und unseren Trainer Christian Klibo. Ja, Herr Heuss, wir haben Sie das Spiel gesehen. Von unserer Seite aus natürlich keine einfache Situation, wo wir uns die letzten Wochen selbst hineingebracht haben durch die Ergebnisse, die leider nicht so verlaufen sind, wie wir uns das selbst gewünscht haben. Wir haben immer recht ordentlich gespielt, haben aber keine Punkte geholt und heute auch, wo Marcia verdient, der Sieger mit dem 2-0 eben. Ich glaube, ein Ergebnis, mit dem man leben kann, aber nicht leben will, ganz klar von unserer Seite aus. Wir haben auch von unserer Seite versucht, alles ins Spiel zu bringen, weil die Situation einfach auch aufgrund von Tabellenstand keine einfache ist, das Team immer wieder Woche für Woche aufzubauen. Nichtsdestotrotz, das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben von unserer Seite aus. Es ist einfach verdammt bitter, muss ich sagen, weil wir intensiv gearbeitet haben. Halbzeit war ja noch 0-0, haben wir Marcia einigermaßen vom Tor weghalten können, haben auch hinten raus zu recht mutig gespielt eben, haben uns da nicht unter Druck setzen lassen. Natürlich in der Halbzeit haben wir uns was vorgenommen, wir hatten auch gerade jetzt noch die eine oder andere Standardsituation, es war keine 100% Torgefahr, weil einfach auch der eine oder andere Ball dann in die Spitze nicht so gekommen ist, wie man hätte gebraucht. Von unserer Seite aus dann eben mit den zwei schnellen Gegentoren, 49. und 53. Minute, glaube ich, wenn ich es noch im Kopf habe, natürlich extrem bitter. 2-0 war so ein bisschen ein Knickbruch, weil dann gerade Wormatia auch richtig viele Chancen noch hatte eben, wo sie sich dann wirklich auch gut durchgespielt haben. Und von unserer Seite, sage ich jetzt mal hinten raus, es hatten auch noch die eine oder andere Möglichkeit, aber keine 100% Chancen, die wir uns da erarbeitet haben. Nichtsdestotrotz, uns fehlt einfach an der gewissen Durchschlagskraft dann auch in der Thematik. Wir müssen einfach sehen, dass wir dann auch am Mittwoch einfach wieder dran arbeiten, gegen Vettersheim Punkte holen, weil das ist das, was uns einfach fehlt, um einfach auch mit Kraft, mit breiter Brust dann auch irgendwie gegenzuarbeiten. Das Team hat alles probiert, aber letztendlich war Marcia verdient der Sieg an 2-0. Vielen Dank, Herr Heuss. Ja, Christian, wie schaut es bei dir aus? Natürlich glücklich über 3 Punkte. Na gut, grundsätzlich bin ich immer glücklich, wenn wir gewinnen. Den Nullstand, ich glaube, wir haben sehr viele Chancen liegen gelassen. Also in der ersten Halbzeit musst du einfach früher das 1-0 machen. Ja? Wir hatten ja einige Möglichkeiten, Janik mit dem Lattentreffer, Gibril, wo er dann aus 4-5 Metern am Tor vorbeiköpft. Ja, und auch die ein oder andere Szene, wo wir einfach den Ball sauber rückpassen müssen, ja, in dem Fall Noel. Und da waren wir etwas unsauber, hatten aber trotzdem unsere Möglichkeiten. Beispielsweise Simon mit dem Alleingang, wenn er da fällt, dann gibt es Rot. Da müssen wir einfach cleverer sein. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann schnell die 2 Tore schießen können, haben dann auch wieder einiges liegen gelassen, als der Erik allein vorm Torhüter steht, ihn reinschieben möchte, Nachschuss an den Pfosten vom Gibril, Joey, der übers Tor haut aus 10 Metern. Da müssen wir einfach den Killerinstinkt einfach entwickeln in dem Spiel. Aber großartig möchte ich eigentlich gar keinen Vorwurf meiner Mannschaft machen, weil wir Woche für Woche eigentlich unser Spiel spielen. Klar, nach dem Pokal aus und nach den Verletzungen, den Unglücklichen, ja, was eigentlich in 50 Jahren vielleicht einmal passiert, dass die 2 Innenverteidiger zusammenkrachen und beide nach der 4. Minute vom Platz müssen, das merkst du dann. Aber trotzdem, wie es Tevin heute auch gespielt hat, war sehr gut in Verbindung mit Lennart. Und wir waren geduldig, haben auf unsere Chancen gewartet und dann haben wir zugeschlagen. Von daher bin ich mit dem Sieg zufrieden, aber von der Chancenauswertung natürlich nicht. Dankeschön, Christian. Gibt es Fragen seitens der Presse? Ja, klatsch. Erstmal fertig schreiben. Ja, zunächst mal eine Frage an den Christian. Und zwar zur Position von Lennart. Der ist ja, ich glaube, außer Tormann hat er schon so ziemlich alles gespielt. Der ist halt so variabel einsetzbar. Ist man da als Trainer sehr froh drum, dass man so jemanden hat, den man auf jeder Position bringen kann? Ja, absolut. Ich kenne den Lennart schon einige Jahre, habe ihn damals auch beobachtet in Hoffenheim. Da hat er Innenverteidiger gespielt, also darf man nicht vergessen. Er ist nicht der Größte, aber er spielt es so souverän runter, ist schnell, ballsicher und von hinten raus kannst du mit ihm Fußball spielen. Er ist für diese Mannschaft Gold wert, weil er immer alles gibt und ist auch torgefährlich, hat sehr viele Assists schon, den kannst du überall hinstellen.
habe noch eine zweite Frage zu den Standards. Das wechselt auch sehr stark durch. Heute hat der Simon Joachims fast alle Standards gedreht. Ist es damit auch zu erklären, dass der Terwin Erik immer noch so ein bisschen angeschlagen ist, weil er hatte zuletzt die Standards gemacht? Ja, gut, vor ihm war es der Sandro Löchel, aber der ist uns ja einige Wochen ausgefallen und bevor diese Verletzung wieder ausbricht, haben wir ein Agreement, dass wir gesagt haben, komm, wir lassen dich jetzt lieber nicht schlagen. Das ist so mit dem Sandro besprochen, wollte er auch nicht, ja, weil das einfach noch zu frisch war, diese Hüftgeschichte. Und beim Tevin war es ja die Adduktorengeschichte und er konnte ja auch in Dudenhofen nicht spielen. Und ja, er ist rechtzeitig fit geworden. Auch da haben wir miteinander gesprochen und auch er wollte da lieber nicht schlagen, dass da nichts passiert. Macht auch Sinn, ja, also die Personalsituation ist so, wie sie ist. Simon hat es heute aber nicht schlecht gebracht, den einen oder anderen. Trotzdem waren auch zwei, drei Flache dabei. Ja. Die Standardschützen, diese Experten, wir haben die. Das ist ein Sandro und ein Martin Röser. So, aber die Martin ist nicht einsatzfähig und Sandro, ja, der ist zu wichtig, wie das ist, ihm nochmal reinfällt. Dann an beide Trainer mal die Frage, es ist ja jetzt die Corona-Saison, wo also ich glaube 7 englische Wochen in der Vorrunde sozusagen anstehen. Ist es für euch beide, für die beiden Teams eine extreme Belastung? Wie steuert ihr das? Oder ist es einfach dann im Fußballer drin, dass er so viele Spiele in so kurzem Zeitraum machen kann? Ja, also von unserer Situation war es nicht einfach. Wir hatten am Montag gegen Mechersheim 10 Ausfälle eben zu verkraften. Das ist einfach nochmal so, wo man einfach auch mal drüber nachdenken muss, wie man damit arbeitet eben. Wie gesagt, 8 Spieler vom Stammkader eben. Ist einfach mal so, sag ich mal, dass man die Situation immer hat, aber die haben alle Mannschaften und die gilt es einfach auch anzunehmen, so zu tun eben, zu arbeiten eben, im Training darauf einzugehen, die Trainingssteuerung auch so zu machen. Letztendlich geht es auch in unserer Situation, auch am Montag, wenn wir Training haben, da muss Feuer drin sein. Ne? Weil es geht bei uns dementsprechend auch so, es geht um Punkte. Es geht dahingehend natürlich trotzdem immer wieder zu haushalten mit verschiedenen Spielern auch dementsprechend, die dann auch in die Belastungsphase gegangen sind. Aber wir müssen halt auch da im Training uns die Belastungsphasen auch wieder von anderen Spielern erarbeiten, die nicht spielen können eben. Und dahingehend ist es doch relativ schwierig zu steuern eben, weil es keine einfache Situation ist. Und wenn man dann sieht, dass dann Dezember die Hälfte da ist, Januar, Februar komplett frei ist, das ist eine Situation, wo ich eigentlich überhaupt gar nicht verstehe, dass man das dann so alles da vollgepackt hat in die Vorrunde eben, beziehungsweise die komplette Rückrunde noch und dann, sage ich mal, fast 3 Monate gar nichts ist. Ja, nicht einfach, muss ich sagen. Ja, wir hatten in Wiesbach gespielt, auf Kunstrasen, dann Pokalfight in Dudenhofen, dann heute am Mittwoch gegen Arminia Ludwigshafen. Sollte eine Mannschaft mal 3-4 Verletzte haben und 2-3 Kranke, dann wird es problematisch und dann ist die Belastung für viele sehr, sehr hoch. Hinzu kommt natürlich inhaltlich die Trainingssteuerung. Also du kannst ja gar nicht die Themen aufarbeiten, sage ich jetzt mal, wo du nochmal mehr Schärfe reinkriegst über Intensität. Das ist nicht möglich, wir sind eigentlich nur am Regenerieren und Spielen. Und die 11, sage ich mal, die öfters spielen, sind auch dementsprechend fitter, ne? Aber die Belastung ist größer. Und mit den anderen musst du natürlich auch arbeiten, aber ist jetzt auch vom Training her nicht ganz so einfach. Deshalb glaube ich, hätte es man vielleicht etwas anders da steuern können, terminlich, mit Sicherheit. Aber wir versuchen das Beste jetzt rauszumachen. Also es bleibt ja nichts anderes übrig. Und versuchen jetzt auch, ja, jetzt ist November, Dezember, die Krankheitsfälle könnten auch da ansteigen, ja, was Grippe und so weiter angeht. Du versuchst durchzukommen, zu regenerieren und dann am Wochenende eigentlich die Intensität dann auf den Platz zu bringen. Und die muss eigentlich fast schon reichen die Woche über, wenn du immer Mittwoch spielst. Gibt es weitere Fragen? Das ist dann nicht der Fall. Dann bedanke ich mich, Herr Heuss. Ja, doch. Entschuldigung, nicht gesehen. Alles gut. Christian, du hast das System umgestellt im Spiel. Was war da der Beweggrund? Und der Sandro Löchel, der lief so ein bisschen unrund zwischendrin. Gibt es da einen Rückschlag unter Umständen oder wie ist da die Lage? Der Sandro hat einen Schlag abbekommen an sein Schienbein und den wollte ich einfach schonen für Mittwoch, weil er auch aus einer schweren Verletzung kam. Ansonsten, welches System hast du denn gesehen, wenn ich fragen darf?
müsstest du besser wissen. guter Konter. Also das System ist ja wirklich jetzt nicht entscheidend. Doch schon, die Grundordnung ist es nicht. Ja? Wir müssen einfach, und das habe ich in der zweiten Halbzeit auch angesprochen, unterschiedliche Ebenen im Spiel haben. Also die Zwischenräume besser bespielen, sodass der Gegner Zuordnungsprobleme hat. So, das musst du immer wieder trainieren. So, und da hast du keine Zeit für. Deswegen war es heute wichtig, dass die Jungs einfach sich so positionieren, ja, unabhängig jetzt von der Grundordnung, dass sie anspielbar sind und dass es dann schnell geht. Ja, über eine Spielverlagerung, über ein Überladen auf den Flügel und so weiter. Das sind alles taktische Dinge, die wir auch immer trainieren, aber die letzten Wochen wenig, ja, weil du einfach nicht die Möglichkeit hattest. Ja, von daher haben wir versucht vorne, wahrscheinlich meinst du Noel, Luis, Simon und so weiter, wir haben ein bisschen rotiert, auch in der ersten Halbzeit, sodass wir da vielleicht dem Gegner ein bisschen mehr Probleme dann geben durch andere Spieler, die über den Flügel kommen oder in der Sturmspitze. Das war jetzt der Hintergrund, da wollte ich ein bisschen variabler sein. Gibt es weitere Fragen? Das ist dann diesmal tatsächlich nicht der Fall. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Mannschaft alles Gute. Christian, wir sehen uns wieder im Spiel gegen Ludwigshafen. Es bleibt spannend. Danke soweit. Und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.